Unser nächster Gast war nämlich 5-mal bei einer Vorentscheidung mit dabei gewesen, sowohl in Deutschland wie auch in der Schweiz. 2-mal hat es geklappt, 2-mal hat sie die Schweiz beim Concours vertreten. Es ist eine Frau, die sich mit ihrem Auftritt bei der Fangemeinde vom Eurovision Song Contest absolut unsterblich gemacht hat. Ich sage nur Bonjour, Bonjour, oder besser gesagt Bonsoir, Bonsoir und herzlich willkommen, Paola! Als 1969, oder? Wow, also das ist jetzt eine echte Überraschung. Ich habe nicht gewusst, ob ich dich vor der Sendung darum bitten darf, dass du das Kleid noch mal anziehen würdest, weil ich habe mal gehört, es geht in dir noch. Ja, ich hätte es aber nicht verraten. Also ich hätte dich jetzt überraschen wollen. Ja. Ist das etwas, wo du dir so ab und zu wieder mal anlässt, so ein bisschen sentimentale Minuten vor dem Spiegel stehst und ein bisschen Bonjour, Bonjour singst? Nein, ich hasse mal zum 20-jährigen Jubiläum 1989 und heute jetzt wieder zum 50-jährigen vom Grand Prix Eurovision. Und ich muss sagen, ich bin natürlich auf das Kleid wahnsinnig stolz gewesen, weil ich ja die St. Galler Stickerei in die Welt tragen und da hat doch der Ueli Becker mal im Radio gesagt, das sehe ich aus wie ein Lampenschirm. Also, wie sieht das aus wie ein Lampenschirm? Ja, nein, das ist natürlich ganz gemein. Also. Jetzt gehen wir doch ein bisschen zurück in das Jahr 1969. Wir haben nämlich Bilder gefunden im Archiv, kurz vor dem Abflug. Du warst damals 18, nur 18 vor ihrem ersten Concours-Auftritt. Und wir haben sie begleitet mit der Kamera, respektive Team, damals natürlich an den Flughafen Zürich. So hat er damals noch geheißen. Congratulations! Bonsoir, bonsoir! Es war schön, dich mal wiederzusehen. Fällt mir auch schwer, so verliebt auseinanderzugehen. Ich träum von dir, bis du kommst, und dann sage ich nur. Ich bin sehr glücklich, die Schweiz beim Festival der Eurovision in Madrid vertreten zu können. Ich hoffe natürlich auf einen guten Platz und ich werde mein Bestes dazu geben. In deinen Armen flieg ich in den Himmel hinein. Also ich habe jetzt die Aufnahme das erste Mal gesehen. Damals war es vor allem natürlich die Presse, die einen begleiten konnte, die einen hat gross machen konnte. Heute sind es eben alle Fernseh- und Radiostationen. Ist der Medienrummel auch schon gross damals? Er war also auf jeden Fall für mich gross. Und ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, nach dem Festival habe ich gemerkt, ist Deutschland auf mich aufmerksam war. Und einfach nach dem Bonjour, Bonjour, muss ich sagen, bin ich einfach in allen grossen Shows, die man sich vorstellen kann, eingeladen worden. Also die Spanier haben dich selber besonders gerne eingeladen, oder? Weil es gibt ja so ein Gerücht, das kursiert, dass die Spanier euch versucht haben zu bestechen. Stimmt das? Jawohl, da gibt es wirklich, tatsächlich, da gibt es eine Geschichte. Der Jack Stark, das ist der Texter von Bonjour, Bonjour, er ist angesprochen worden von einem Herr vom spanischen Fernsehen. Und der hat gedacht, der Jack Stark hat Einfluss auf die Jury, die aus der Schweiz Punkte verteilt. Und der Herr, der Spanische, hat ihm gesagt, hören Sie, Herr Stark, wenn Sie es schaffen, dass die Schweizer Jury unserem spanischen Beitrag 12 Punkte gibt, dann versprechen wir Ihnen eine Ferienvilla in Spanien. Oh. Und der Abend ist gekommen, die Schweiz hat am spanischen Beitrag 0 Punkte gegeben. Und der Jack Stark hat bis heute keine Ferienvilla in Spanien. In den 60er Jahren hat es ja trotz allem dann eben für die Schweiz nie zum Sieg gelangt. Wir schauen uns jetzt die Schweizer Interpreten an, die damals für uns ins Rennen gegangen sind. Natürlich nicht vollständig dazu, würde unsere Sendung viel zu lang werden. Aber ein Ausschnitt von allen, die dabei waren. Congratulations! Cielo e terra, sogno e vita, la strada di chi sta ma come me.
je pense tout bas, t'en vas pas, t'en vas pas, t'en vas pas, t'en vas pas. Bonjour, bonjour, sagen alle, die dich um mich sehen. Bonjour, bonjour, schlägt die Uhr für uns bleibt sie stehen. Das ist ein Denkmal, denn gut, darauf warte ich nur. Bonjour, bonjour. Der Concours ist doch so etwas wie dein Karrierestart gewesen. Absolut. Ich sage es auch immer, ich bin ein Eurovisionskind, als dass ich ja 1980 dann nochmal mitgemacht habe mit Cinema, wo es eigentlich ja auch wieder gut gegangen ist. Absolut. Es ist auch wirklich es ist ein Vergnügen, wenn man heute Aufnahmen sieht, die ich noch gar nie gesehen habe. Jetzt machen wir einen Zeitsprung, jetzt sind wir in den 60er Jahren. Ich weiß nicht, vielleicht möchtest du dich wieder umziehen, wenn wir jetzt so ein bisschen das Jahrzehnt wechseln. Wir kommen nämlich zu den 70er Jahren. Ich gebe dir ein paar Minuten und dann kommt wieder zurück zu uns auf Sofa. Ist das gut? Bestens. Wir schauen uns jetzt an, wer in den 70er Jahren für die Schweiz an den Start ist.